Ja, moin Leute, ich stehe hier am Mühlensee, Nähe Goden, MV, und möchte euch mal mein Bike vorstellen. Ich bin jetzt so viel gefahren und ja, mein Bike habt ihr eigentlich noch nichts von gesehen bzw. gehört, was ich so verändert habe. Ich habe hier an dem Bike die Outback Motortech Sturzbügel, das Ganze in Verbindung mit dem Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, wie ihr auch immer das nennen wollt. Ja, das Ding ist ordentlich massiv. Der Originale, der ist auch in Ordnung, aber optisch natürlich kein Highlight. Ja, was habe ich noch geändert? Auf jeden Fall sind die Fußrastengummis ab für besseren Halt und ein Hauptständer ist auch dran. So macht sich das mit der Kette pflegen oder wenn man doch mal einen Reifen wechseln muss, weil man unterwegs ist, einfach besser. Dann habe ich die Acerbis-Schützer verbaut. Hier unten am Rahmen. Ganz einfach anzubringen. Sind ein paar Gummiringe dabei. Und das ist easy, schnell gemacht und hat auch wirklich, finde ich, einen schönen optischen Effekt. Das Silberne am Bike ist weg. Ja, und zudem hat sie eben noch den Schutz des Rahmens. Wenn man mit Enduro-Stiefeln unterwegs ist, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, hier oben geht es weiter. Barkbusters natürlich. Die haben natürlich ja sehr viele, ne? Man sieht es. Sie sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Andere Seite sieht das ganz besser aus. Und dann habe ich hier so ein paar Sticker. Wenn irgendwo welche dabei lagen, dann habe ich die natürlich daran geklebt. Ja, was ist noch geändert? Hier hinten habe ich die Acerbis Auspuffschützer dran. Finde ich eigentlich ganz nett. Macht das Ganze ein bisschen interessanter am Standardauspuff. Ich finde den Standardauspuff eigentlich ziemlich gut. Von der Geräuschkulisse nicht übertrieben laut. Hat einen schönen Sound. Dann habe ich natürlich den Auspuff hier unten, man sieht es auch schon, und da den Hitzeschutz und die Endkappe schwarz gemacht. Ja, ganz einfach Hitzeschutz, Auspufflack und das Ganze dann zu Hause im Ofen gebacken bei ordentlich Temperatur. Ja, hier sieht man das nochmal mit dem Rahmenschutz, so wird es wohl heißen. Dann natürlich auch hier die Gummis, weil ohne sieht es auch irgendwie doof aus. Und die haben auch ihren Zweck. Man kann gut mit der Hose oder mit den Beinen, hat man einen guten Stand, wenn man die Beine sowieso zusammendrückt. Sollte man ja tun im Gelände für besseren Halt. Ja, hinten ist noch nichts neu, außer eben der Outback Motortech Heckträger. Sehr massiv, passt ordentlich was rauf. Und wenn man fällt, dann reißt es dir eben auch nicht gleich die Blinker ab. Ne? Wenn man das so sieht, kannst du dann nochmal von hinten zeigen. Das ist so in etwa eine Höhe. Und das hat den Vorteil, wenn man fällt und da ist irgendwas, dann bricht es dir nicht gleich die Heckverkleidung ab, sondern landet erstmal hier auf der Kante an dem Gepäckträger. Ach, wir haben noch ein paar Sachen. Und zwar hier die PRC1 Remote. Gut, um OS-Mount zu steuern und eben SP-Mount oder SP-Connect Handyhalterung hält wunderbar, ideal. Hier noch die GoPro-Fernbedienung, das Ganze ist befestigt mit einem Gurt, kann man jederzeit abmachen. Und eben den Cruisy Evo, klasse Teil, bin sehr begeistert davon, wenn man doch mal die Hand wegnehmen möchte vom Lenker. Ist das ideal. Ja, original Spiegel, bleiben wir erstmal dran, bis sie vielleicht irgendwann mal kaputt gehen. Vorher werde ich mir hier keine neuen holen. Ja, dann TomTom Rider Navi mit der abschließbaren Touratech Halterung. Heizgriffe, Koso Heizgriffe bei Louis im Angebot, waren nicht teuer, funktionieren aber wunderbar. Dann natürlich, hier geht's weiter, das ist ein wasserdichter USB-Anschluss mit zwei Anschlüssen, funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Allerdings sollte man nicht unbedingt die GoPro und sein Handy gleichzeitig laden.
dann macht auch schon mal die 2 Ampere Sicherung hier am Bike Schluss. Ja, dann hier natürlich die Stabilisierung. Wer hat sie nicht? Jeder kennt das nervige Klappergeräusch, wenn man die Dinger nicht hat. Und das sind auch nicht die teuren. Das ist hier AliExpress-Ware. Funktionieren wunderbar. Vielleicht nicht so passgenau, aber dadurch, dass unten ja Gummi ist, zieht sich das alles schon zurecht und ist bombenfest. Also hier, klar backet das Navi hier oben noch ein bisschen, aber nicht durch die Streben in die ganze Front, ne? Höhenversteller sind auch dran für die Scheibe, nicht von Credo, auch wieder AliExpress, kostet halt nur einen Bruchteil und funktioniert bestens. Dann habe ich, ja, was habe ich denn optisch geändert? Ihr seht schon, die ganzen Sticker hier dran, muss man mögen, ich finde es cool, der MV-Sticker meiner Heimat, darf man ruhig haben, und der TED-Sticker, der gehört irgendwie so auf jedes Bike. Dann kommen wir, ich habe noch was vergessen, ja, ein bisschen foliert hier vorne, die Teile habe ich selber foliert und auch hier vorne den Bogen auf der Scheibe, sieht ganz gut aus. Erst heute habe ich wieder ein bisschen in der Garage verbracht und ihr seht, hier unten ist so eine Verkleidung. Das war mal ein Eimer und ich erhoffe mir eigentlich damit einmal natürlich das Optische. Sieht viel besser aus als so ein Loch und weniger Wind. Weil es ja gut möglich, weil wenn man die Scheibe hoch macht, zieht der Wind ja hier durch die unter der Kanzel durch. Und wer weiß, vielleicht macht das die Verwirbelung auch schlimmer. Was ich jetzt gemerkt habe auf den ersten Metern, damit, ich bin jetzt zu 20 Kilometer damit gefahren, ist ein bisschen weniger geworden. Die Verwirbelungen sind zwar immer noch da, aber nicht ganz so schlimm. Die Scheibe ist jetzt nur etwas hochgestellt. Meistens stelle ich sie so hoch, dass die Scheibenverstellung dort abschließt. Aber ich wollte es erstmal ein bisschen niedriger haben. Im Gelände ist ja Scheibe hoch nicht so gut, wie ich finde. Man sieht nicht so gut, was da vor einem kommt. Und deswegen wird das wohl erstmal so bleiben. Gefällt mir ganz gut, war auch nur ein Versuch. Wird nochmal besser gemacht. Das war ein weißer Eimer. Ich kann euch das ja mal zeigen. Man sieht es noch ein bisschen hier drinne. Ja, jetzt kann man es sehen. War ein kleiner weißer Plastikeimer und da werde ich mir noch mal einen schwarzen Eimer besorgen, damit das von innen, wobei es kann auch so bleiben, könnte vielleicht noch mal ein bisschen genauer geschnitten werden. Das Cuttermesser war wohl nicht ganz so scharf. Ja, und dann schwarz foliert, passend zu hier oben. So von einem halben Meter fällt das gar nicht auf, dass es nicht hundertprozentig perfekt ist. Ja, fahren tue ich die Mieters-Reifen, den E09, weil er zusammen mit dem Vorderreifen in einem Shop einfach günstig war und sofort zu kriegen. Das war ja die Phase, wo Reifen nicht überall zu haben waren und der Mieters, den gab es halt. Deswegen und auch auf Empfehlungen. Viele sind damit zufrieden und ich bin es tatsächlich auch. Sehr zufrieden. Im Regen ein bisschen rutschig. Man sollte nicht aus der Kurve raus beschleunigen. Geht das Hinterrad schon mal ein bisschen weg. Aber es kündigt sich an und es lässt sich auch handeln. Gut, ja, am Bike mehr eigentlich nicht verändert. Das sollte es gewesen sein. Jetzt kommen natürlich noch die Taschen. Hier, man sieht schon, Werbung ist ja auch genug drauf. Enduristan Blizzard als Gepäcktaschen hinten links und rechts und den Enduristan 2H. Ein gutes Teil, lässt sich gut befestigen. 4 Clips ist das Ding ab, man kann es in der Hand nehmen und hat es dann auch bei sich. Was auch immer ganz gut ist, wenn man das Motorrad mal verlässt und irgendwo hinstellt. So kann man seinen ganzen Kram da reinpacken, den man dabei hat und es kommt nichts weg. Dann habe ich hier noch die 21 Waters Taschen, die kommen nachher immer auf größeren Touren. Jetzt ist hier nur hinten drauf, da ist manchmal was drin. Kommen dann vorne an die Sturzbügel. Sachen, die nicht so leicht kaputt gehen, kann man da reinpacken. Klamotten oder so, ne? Alte, dreckige Klamotten.
was auch immer, irgendwas, was den Sturz auch gut aufhält, wenn man denn mal fällt. Ach, eine Änderung habe ich noch vergessen. Aktuell flache Sitzbank und 2 cm tiefer bei 1,75, gar nicht so verkehrt. Allerdings werde ich wieder auf normale Höhe umbauen. Mir reicht das mit der niedrigen Sitzbank. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich finde die Sitzbank auch relativ bequem. Kann man gut mitfahren. Und ja, man sitzt auch etwas mehr im Bike, bisschen tiefer, finde ich, wenn man reist. Gar nicht so verkehrt. Man ist vom Wind mehr geschützt. Die Scheibe tut mehr ihren Zweck. Und der Kniewinkel ändert sich auch nicht. Also ich merke da gar keinen Unterschied. Ist jetzt nicht irgendwie, dass man im Bike sitzt, was ja viele nicht möchten. Ja, aber auf jeden Fall werde ich noch hinten wieder umbauen. Gut, dann war ich heute waschen. Ist nicht ganz sauber, bin auch ehrlich. Ich bin der Typ, ich dusche die nur kurz ab, den groben Dreck runter. Das ist auch nicht gut, wenn man immer überall so rangeht mit dem Hochdruckreiniger. Deswegen ein bisschen einschäumen. 1-2 Euro mehr gebe ich dafür nie aus. Eine dicke, fette Waschsession, dass ich immer mit dem Lappen putze und mit Bürsten. Und nee, muss nicht sein. Wird sowieso Enduro bewegt. Und innerhalb von einer Stunde ist das Ding wieder dreckig. Ja, Passsticker habe ich mir noch gemacht. Habt ihr schon mal in meinem Video gesehen, in einem meiner Videos. Finde ich ganz nett, ganz dezent. Und ja, das war's eigentlich. Das ist mein Bike. Damit bin ich hier unterwegs. Schaut euch das an. Direkt ein Sandweg hier in der schönen Natur. Ein kleines Häuschen. Sieht auch ganz nett aus. Und der See. Einfach schön hier. Also, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne werde ich hier mein Päuschen beenden und den Hobel mal direkt wieder einsauen.